Da war ich wieder. Wieder am See. Dieser See hatte schon was Magisches. Immer wenn die Scheiße am Dampfen war, zog es mich hierher. Jetzt hieß es warten. Warten, bis Eva kommt. Das kann ewig dauern. Ob die den See überhaupt findet? Naja. Jetzt sitze ich hier und lass mir die ganze Scheißgeschichte nochmal durch den Kopf gehen. Oh Mann, das ist alles so richtig dumm gelaufen. Aber wie hätte ich das ändern können? Angefangen hat es mit meinem Freund Bernd und meinen gottverdammten Schulden. Hi Bernd! Wie geht's? Hi Adam! Hast du von Svensson gehört? Nein! Dem ist die komplette Bude abgefackelt! Gibt's ja nicht! Jetzt sitzt er an der verkohlten Balken und die ganze Scheißsuppe rieseln ihm auf seinen Scheißkopf! Das Leben ist hart! Habt ihr mal Geld geliehen? Weiß! Erinnerst du dich daran? Ja! Wie sieht's aus? Wie soll's aussehen? Na ja, hast du das Geld? Natürlich nicht. Aber reden wir nicht weiter drüber. Das ist ein Scheißdreckthema. Ein richtig beschissenes Scheißdreckthema. Ja, das ist auch für mich ein Scheißdreckthema. Mit dem Scheißgeld. Ich brauch das. Ja. Du musst mir das zurückgeben. Ohne Scheiß jetzt. Ja, ich hol dir ein Bier ran. Ich kenn da jemanden. Der hat immer richtig gute Sachen am Start. Wie viel waren das? 10.000? Ich hab gehört, ich weiß heute eine Party. Okay, ich mach mich dann auch direkt los. Ich regel das an der Party. Wir sehen uns. Mach ans Maul, verpiss dich! Zehntausend Eier. Was soll ich dir auftragen? Das war doch nur ein Bluff gewesen. Ich kannte Karl Killer gar nicht. Oh Mann, da fing die ganze Scheiße an. Und am Ende wusste ich wirklich nicht mehr, was ich tun sollte. Und kam auf die wahnwitzige Idee, wirklich mal bei Karl vorbeizuschauen. Das hätte ich mal besser lassen sollen. Hi. Da bist du ja. Siehst blass aus. Ja, mir geht's gut. Willst du was trinken? Nee, danke. Ich muss noch fahren. Ach komm, scheiß drauf. Nimm mal einen ordentlichen Schluck, das kannst du dir als Schlucker eh nicht lassen. Dankeschön. Und außerdem habe ich heute einen guten Tag. Und da darfst du mal das trinken, was die Großen trinken. Na, was sagst du? Vielen Dank, Karl. Los, Jacqueline, weg mit dir. Oh Mann, gehen mir die Jungs von heute auf den Sack. Alles Weicheier. Nichts Könner. Nichts los bei denen. Weißt du, ich bekomme täglich 3 Aufträge rein. 3 knallharte Deals, mit denen man richtig Kohle macht. Und dann gehe ich auch noch ins Lager und rufe nach den Boys. Ja, was soll man machen? Ja, was soll man machen? Scheiße, was soll man machen? Weißt du, es wäre ja nur halb so schlimm, wenn mir dabei der Ruf nicht so abschmieren würde. Karl Killer. Das war mein Name. Da haben die Bonzen in Berlin das Zittern gekriegt. Da kam man gar nicht mehr zum Katheter wechseln, so haben die eingepisst. Die wussten, dass ich hinter den her bin. Kalte Füße Karl haben die mich genannt in der Szene. Verstehst du, kalte Füße? Ah, kalte Füße wegen. Ja. Adam, weißt genau. du bist so scheiße blöd. Genieß den Drink. Ja, aber Karl, wirklich, ich kann das. Was kannst du? Na, die Leute beseitigen, die dir auf den Sack gehen. Töten! Du meinst Leute umbringen. In einer abgesenkten Schrotflinte mitten ins Gesicht. Und bang! Die ganze Kritze an der Wand. Ja, Karl, trau mir doch mal was zu. Lass es doch mal drauf ankommen. Lass mich einfach mal machen. Adam, du hast doch nicht mal einen Fahrradführerschein. So eine Knarre, das ist, glaube ich, ein bisschen zu großes Ding für dich. Scheiße, Karl, ich brauche das Geld. Ah, von daher wieder so ein Geld. Scheiße, ich brauche 20.000 Piepen. 20.000? Da ist einiges schief gelaufen in letzter Zeit, als alles läuft. Frauen, Drogen.
Casino, Wetten, Bier, hauptsächlich Bier, die da stehen. Und da hast du dir gedacht, um die Scheiße nochmal richtig rund zu machen, knallst du nochmal jemanden an, oder hast du die Tür? Ja. Adam, du gefällst mir. Wenn alles den Bach runtergeht, dann wenigstens besoffen, nackt und auf dem Motorboot. Hä? Warum Motorboot? Oh Mann, Adam, du bist so scheiße blöd. Halt einfach deinen Mund und hör mir zu. Das kann ich gut. Ja, ich weiß. Aber du musst das, was ich sage, auch verstehen. Ja? Und dir merken und genau das machen, was ich sage. Okay. Also pass auf. Da gibt es so eine Frau, die muss weg. Ja? Weil mir fehlt da noch eine Stange Geld. Aber wenn sie tot ist, wie willst du dann... Oh Mann, fuck! So, Adam, was habe ich dir gerade gesagt? Hm? Halt deinen Mund und hör mir zu. Schon okay. Also, pass auf. Hier ist alles drin, ja? Name, Anschrift, ist sogar ein Bild dabei. Junges, hübsches Ding. Aber manchmal muss man Gott ein paar Opfer bringen, damit es dann wieder schafft. Also, du fährst da hin, Bus, Bahn, Auto, scheißegal. Ich hab ein Motorrad. Ja, dann fährst du eben mit der Schüssel hin. Also, du gehst da hin, knallst die Dame ab, machst ein, zwei Beweisbilder, dann kommst du wieder hierher, dann bekommst du von mir 20.000 Orten. Und schwarz auf der Kralle. Das heißt nicht Karl, eine Frau, das ist doch... Hast du ein Problem damit? Nee, aber sowas macht man doch nicht. Hast du etwa ein Problem damit, dass ich die Frauen und Kinder zuerst auf die Rettungsboote-Regel mal eben über Bord geschmissen habe? Nein, ist alles okay. Ja. Scheiße nochmal, wir leben im 21. Jahrhundert. Sowas nennt man Emanzipation. Das ist jetzt modern. Es gibt gesetzliche Frauenquoten und an die muss ich mich halten, ja? Also nimmst du jetzt das Geld... Verpiss dich. Okay, okay. Ich geh schon. Verpiss dich. Oder muss die Ulf noch mal zeigen, wo die Tür ist? Fuck you. Bitch. Scheiße, scheiße, scheiße. Jahrelang kein Mäuschen. Und das erste soll ich selbst um die Ecke bringen. Karl, du dummes Arschloch. Dich mach ich fertig. Ich tausche schnell die Bilder, dann soll Bernd dich fertig machen und ich mach mich mit dem Mäuschen nach Budapest. Eva, wir treffen uns am Feuersee. Ich warte dort auf dich. Dann fahren wir nach Budapest. Mach den Scheißgeld fertig! Bring schon, nimm dir voll den Untertitel! Ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Während der Hohlkopf hat bestimmt die ganze Scheiße wieder versaut. Scheiße! Maul halten! Überfall! Ruhe jetzt! Alle hören jetzt auf mein Kommando! Kleiner. Heute schon gefrühstückt? Du bist hier in der Knarre auf Killer Karls Grillparty. Normalerweise ist das Dampfhoch, verstehst du? Junge, ich hab die scheiß Knarre, ich mach hier die Regeln, also halt deinen scheiß Maul, ich mach die kaputt! Wolf. Scheiße! Also, was willst du hier? Sprich. Entgegne der Finsternis, Wüterich! Was? Scheiße! Also du lebensmüdes Nichts, du Wurm, was in aller Welt. Wer hat dir ins Hirn geschissen, dass du hier so eine Welle schiebst, hm? Ich krieg 20.000 für deinen Tod! Von wem? Kennst du nicht! Junge, ich bin Karl Killer. Merkst du was? Nee! Du Kreatur! Ich gebe hier die Aufträge in Rhein-Main. Weißt du, was ich meine? Sorry, Alter. Sorry. Na nun rauf mit der Sprache. Wer hat dich hierher geschickt? Ah, ist doch alles schief gegangen. Der Adam war's. Adam? Nicht der Apfel, oder? Apfel, genau der! Sag den Jungs Bescheid. Die Jagd beginnt.
Freunde. Ende der Geschichte. Hier war ich nun, wie ein Kaninchen in der Falle. Bernd hatte den Auftrag wie erwartet verkackt. Und Karl war nun gehörig sauer und hatte seine Jungs mitgebracht. Kaninchenjagd. Mein Leben war kein Pfennig mehr wert. Mit dem Rücken zur Wand und dem Blick den nahen Tod. Verdammte Scheiße! Was soll das hier, Mann? Du steckst knietief in der Scheiße. Du rettest ein Weib, Alter! Das ist voll 90er! Du steckst knietief in der Scheiße, Digga! Was ist, wenn ich dich doch erschieße? Adam, das würdest du auch nicht tun! Ich dachte... Adam... Das ist so eine fertige Sau, Mann. Dieselbe Scheiße mit dir. Aber du bist auch ein verfickter Freund. Mann! Ulf. Saw you in the TV show. Don't know what to do. The dream I dreamed yesterday. Dream was about you. No, you are. No, you are the sun. So let me say to you. Was ein Scheißtag. I'm walking in the sun. Wie unprofessionell.